Du bist sicherlich schon gespannt, was dich alles in unserem Zen-Grafikkurs erwartet. Das kann ich verstehen und ich möchte dir hier einen Überblick verschaffen. Unsere Zen-Reise beginnt bei Zen-Tange. Dies ist eine Methode, um kleine, kunstvolle Kacheln mit einfachen Mustern zu gestalten. Du wirst die Geschichte des Zen-Tanges kennenlernen. Danach stelle ich dir die grundlegenden Regeln vor und zeige dir, wie du ein Musterbeispiel lesen kannst. Es gibt genug Material zum Üben. Du wirst deine ersten Zen-Kärtchen gestalten, legst dir ein Musterbuch an und erstellst deine ersten Zen-Art-Kompositionen. Danach tauchen wir gemeinsam in die Welt von Scheherazade und fliegenden Teppich. Wir werden die Mehendi-Methode näher kennenlernen und unsere verträumte, feurige, blumige, heißblütige Gemälde mit Feinlinern auf Papier und Stein meißeln. Als nächstes wartet auf uns die Insel der Paradiesvögel. Wir schauen uns ganz genau ihre Gefieder an. So vielfältig die Spezies Vogel ist, so unterschiedlich fallen auch ihre prächtigen Federn aus. Wir lernen einige davon schön in Szene zu setzen. Und wenn wir schon dabei sind, schauen wir kurz hinter die Kulissen des Zen-Doodlings, das übrigens stark sich von der bekannten Doodling-Methode unterscheidet. Anschließend machen wir uns mit ATC, Art Trading Cards, vertraut. Diese kleinen Kunstwerke in Größe einer Visitenkarte sind mehr, als sie vielleicht auf den ersten Blick von sich verraten. Beliebt bei den Sammlern werden sie in Auktionshäusern gehandelt und können bei Künstlern als Tauschmittel eingesetzt werden. Um nicht nur in schwarz-weißen Film zu verweilen, setzen wir uns mit Steinen und Kristallen auseinander. In schönen Mustern eingebettet funkeln die Edelsteine und sehen aus wie zauberhafte Kamee-Broschen. In Zen-Art werden wir sie sparsam als i-Tüpfelchen einsetzen. Die Zen-Grafik wird oft mit Mandalas gleichgesetzt. Dabei ist die Mandala-Methode nur ein Teil der Zen-Grafik und darf hier auf gar keinen Fall fehlen. Wir werden die konstruierte und die freihändische Mandalas zeichnen. Übrigens, schon bald stehen deine Freunde und Bekannte an, um deine Kunstwerke ausmalen zu dürfen. Biete ihnen doch ein paar Kopien davon an. Zum Schluss das Beste, Zen-Art, das absolute Zen unter den Zen-Grafik-Zeichenarten. Ich zeige dir einige Beispiele der größten Künstler, an welchen du dich inspirieren lassen kannst. Du bekommst eine Anleitung und einige Schablonen zum Üben. Ab hier bist du der Zen-Meister. Du kannst mir deine Werke jederzeit zuschicken, ich freue mich sehr, sie zu sehen. Poste sie gerne mit der Verlinkung auf Instagram oder Facebook mit meinem Hashtag ZenGrafikChristina. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude auf deinem Weg des Zens.